Ja, also nochmal vielen Dank und ich freue mich sehr, hier zu sein. Als wir letzte oder vorletzte Woche darüber sprachen, dass ich einen kleinen Vortrag halten könnte, fiel die Wahl des Themas eigentlich nicht besonders schwer. Und ich freue mich also heute zu einem Thema referieren zu können, was mich seit einigen Jahren, aber ich würde fast auch sagen, eigentlich schon mein Leben lang mehr oder minder beschäftigt. Nämlich ist es die Frage danach, was bedeutet es, konservativ zu sein? Und für den heutigen Vortrag haben wir ja den Titel gewählt, ist Konservatismus ein Malus, also ist es quasi per se belegt mit einem Negativcharakteristikum. Und man muss ja sagen, dass in dieser Zeit allein die Frage danach so ein bisschen nach einer rhetorischen Frage klingt. Denn mit einer Innenministerin wie Frau Faeser und einem Verfassungsschutzchef wie Herrn Haldenwang, die zunehmend alles, was nicht dem linken Mainstream entspricht, in den Verdacht rücken, rechts oder gar noch Schlimmeres zu sein, lebt man natürlich heute als Konservativer so ein bisschen auf dünnem Eis, kann man sagen. Auch wenn man sich selber eigentlich nur als rechtschaffenden Bürger sieht, für den Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Werte zählen. Ja, und eigentlich ist es daher auch gar nicht verwunderlich, dass Konservative, die sich ja eigentlich besonders für die Einhaltung von Regeln und Rechtsstaatlichkeit auch einsetzen, insbesondere seit der Grenzöffnung, da müssen wir primär drüber sprechen, Angela Merkels, und seit Beginn der unkontrollierten Massenmigration nach Deutschland zunehmender Stigmatisierung ausgesetzt sind. Denn wir haben es ja nicht nur an dieser Stelle, aber insbesondere an dieser Stelle mit zunehmenden Einschnitten auch in die Rechtsstaatlichkeit zu tun, in diesem Fall, mit der man aus der Asyl eine legale Einwanderung herzustellen versucht hat. Und diese soll ja nicht nur geduldet, sondern quasi auch willkommen geheißen und auch bejaht werden von der Bevölkerung. Und da sind Konservative, die sich dazu kritisch positionieren und eben unter anderem die Rechtsstaatlichkeit dieses ganzen Unterfangens hinterfragen, natürlich eher in der Rolle unwillkommener Mahner. Ja, vielleicht tasten wir uns an das Thema ran, über die Begrifflichkeit, über die Frage nach der Definition, weil, ich sag mal, viele von uns ja, die sich als konservativ, wertkonservativ definieren, ja zunehmend im Verdacht stehen, vielleicht auch recht zu sein, was hat es damit auf sich? Also für mich ist ein Konservativer ein Mensch, der sich primär an Realitäten und nicht an Wunschdenken orientiert. Er setzt auf Leistung statt auf Umverteilung, Eigenverantwortung statt Kollektivierung. Und da haben wir eigentlich schon mal ein paar Begrifflichkeiten, von denen wir sagen müssen, dass sie in der heutigen Zeit schon so ein bisschen in die Richtung des Exotenstatus gehen. Ja, daher hat der Begriff des Konservativen per se zunehmend einen eher abgewerteten, negativ geframten Ruf, weil er mit seinen Werten in einer Zeit der Werteerosion unbequem. Der Begriff leitet sich ja aus dem lateinischen Begriff conservare ab. Übersetzt bedeutet das das Beibehalten des Bestehenden und des Bewährten. Oder aber, und das wird ja meist untergeschoben, böswillig, damit automatisch reaktionär, hinterwäldlerisch oder Veränderungen per se gegenüber verweigernd sich zu positionieren. Sondern, ich würde sagen, der Konservative steht für einen umsichtigen Umgang und ein auch durchdachtes Zulassen von Veränderungen, aber natürlich durch Prüfung und auch Abwägung der damit verbundenen Konsequenzen. Und das wiederum ist in einer Zeit, in der wir mit zunehmend emotionalisierten gesellschaftspolitischen Entscheidungen konfrontiert sind, wie zum Beispiel der kopflosen Abkehr von der Atomkraft oder der Wählbarkeit des eigenen Geschlechts, da passt es natürlich nicht so richtig rein. Und gerade in dieser Zeit sind wir als Konservative eigentlich aber ein dringend benötigtes Korrektiv. Ja, das Politiklexikon der Bundeszentrale für politische Bildung, die ja nicht dafür bekannt sind, dass sie Sympathien für das Konservative besonders hegen, definiert als die drei wichtigsten Säulen des Konservatismus Identität, Sicherheit und Kontinuität. Und dem würde ich eigentlich auch wirklich zustimmen. Ich finde, das trifft es sehr genau. Mit dem Begriff konservativ schwingen Rechtsstaatlichkeit, bürgerliche Ordnung, Sicherheit, aber natürlich auch Familiensinn mit und selbstverständlich auch
die bürgerlichen Tugenden, Fleiß, Treue, Disziplin, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ordnungsliebe, Höflichkeit, also quasi ein Katalog preußischer Tugenden. Und dass sich damit Linke schwer tun, das zeigt alleine, das ist schon länger her, aber einige kennen es von Ihnen vielleicht noch, das Zitat Oskar Lafontaines, der einmal in Entgegnung an Helmut Schmidt auf die politische Forderung nach Bündnistreue gegenüber den USA im Streit um den NATO-Doppelbeschluss sagte, naja, mit bürgerlichen Tugenden oder Sekundärtugenden könnte man ja auch ein KZ betreiben. Ein sehr böses Zitat, aber ich finde, es steht schon sehr für die Ablehnung bürgerlicher Tugenden von linker Seite. Ja, und was der Verlust der häufig bagatellisierten, banalisierten Sekundärtugenden ausmacht, das sehen wir auch heute. Sie sind eigentlich der Klebstoff, der in einer funktionierenden Gesellschaft dafür sorgt, dass man nicht jedes Detail des Miteinanders immer wieder erneut klären muss oder erklären muss, sondern dass man im täglichen Miteinander reibungslos miteinander agieren kann, sich höflich, vorsichtig gewähren lässt, ohne stetig in Konflikt zu geraten. Und in einer immer stärker fragmentierteren Gesellschaft geht natürlich auch das zunehmend verloren. So, und wenn wir bei den Definitionsfragen sind, müssen wir natürlich das Thema konservativ versus rechts aufpicken, was ja in der heutigen Debatte häufig dazu genutzt wird, um Konservative zu dekonstruieren in ihrem Sein, auch zu kritisieren. Also ein Thema, das eigentlich als Damoklesschwert beziehungsweise Generalverdacht über jedem steht, der sich in engerer oder auch weiterer Weise als bürgerlich-konservativ definiert. Und den Ursprung sehe ich persönlich in der Deutungshoheit über den Begriff, der ein Resultat des Marschs durch die Institutionen der 68er ist, insbesondere durch die Bildungsinstitutionen, der, so banal dieses Narrativ auch ist, über die Jahrzehnte dieses Marsches eines festgelegt hat, und das ist das Gut-Böse-Schema: links ist gut, rechts ist böse. Und rechts ist eben tendenziell alles, was nicht links ist. Das Problem ist dabei natürlich auch, dass, wenn man sich die Definition des Rechten anschaut, Rechte staatlichen Institutionen und Verfahrensweisen ja eher kritisch bis ablehnend gegenüberstehen, was sie per se eigentlich von Konservativen unterscheidet und dadurch auch Parteien mit ihren Vertretern gegenüber negativ bewertend dastehen. Aber durch die zunehmende Dysfunktionalität des Staates, wie wir sie jetzt aktuell sehen, und auch durch die Einschränkung politischer Repräsentanzmöglichkeiten im konservativen Bereich, macht man Konservative zunehmend zu Rechten und erhält gleichzeitig dadurch die Möglichkeit, sie zu delegitimieren. Also es ist in gewisser Weise eine Art Abwärtsspirale, ein Teufelskreis, dem wir da ausgesetzt sind. Und um die eigene konservative Position zu erläutern, um eben aus dieser Rechtsbrandmarkung herauszutreten, braucht es sicherlich ein hohes Maß innerer Gefestigtheit, auch Informiertheit und geschichtlicher Bildung, die nicht selbstverständlich sind, um die eigene Position innerhalb dieses Freund-Feind-Schemas zu argumentieren. Ja, ich würde sagen, die autochthone, steuerzahlende Mehrheitsgesellschaft zeichnet sich ja eigentlich immer noch aus durch konservative Wertvorstellungen wie Fleiß, Familie und Rechtsstaatlichkeit. Ohne all das wären wir ja auch deutlich mehr zerfasert als Gesellschaft, als wir es ohnehin schon sind. Aber diese Mehrheitsgesellschaft mit konservativen Werten hat per se keine wirkliche Lobby mehr, keine Interessensvertretung. Sie wird medial nicht bzw. kaum vertreten und ihr ist im Gegensatz zur linken Seite auch kein offensives, ja man muss fast sagen, bis opportunistisches Eintreten für die eigene Überzeugung zu erheben. Also das, was man so als vornehme Zurückhaltung der bürgerlich-konservativen nennt, im Gegensatz eben zu den Linken, die ja das relativ laute, aggressive einfordern und das Revolutionäre an sich ranziehen, in den letzten Jahrzehnten sehr erfolgreich praktiziert haben. Daher sind wir eben im gesellschaftlichen Diskurs dahingehend angekommen, dass stark verinnerlicht ist, von Kindesbeinen an, also in der Schule bis zur Universität, bis auch
in breite Geschichten der Gesellschaft ein, dass links eben gleich fortschrittlich und progressiv ist, während rechts als reaktionär und hinterwäldlerisch wahrgenommen wird und dadurch in einem dauerhaften, verstetigten Zustand der Defensive ist, also kein einfacher Stand. Ja, aber jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch mit Leben füllen und daher möchte ich jetzt natürlich über meine Person, über mich reden und auch kurz erläutern, warum ich konservativ geworden bin. Und wie so häufig finden sich da die Erläuterungen in meiner Biografie. Ich kann sagen, ich bin in einem bunt diversen Umfeld aufgewachsen, nämlich im Spannungsfeld zwischen 68er Eltern und konservativen Großeltern in Hagen in Westfalen. Wir bewohnten in den ersten Jahren meines Lebens ein gemeinsames Haus und die verschiedenen Wohnebenen entsprachen auch verschiedenen haltungs- oder gesellschaftspolitischen Ebenen. Meine Großeltern waren so das Abbild von Bildungsbürgertum, Fleiß, Bescheidenheit. Es wurde immer am weißgedeckten Tisch gegessen mit Vorsuppe und zum Nachtisch gab es Fürstbücklerrolle. Und mein Großvater verließ also selten ohne Hut das Haus. Er war der Einzige, der das familieneigene Auto steuern durfte. Aber ihm war auch wichtig, dass seine Töchter das höchste Maß an möglicher Bildung erlangten. Meine Großeltern haben mir beigebracht, dass Taten statt Worte relevant sind, dass man nicht zu viel Gewese um sich machen sollte und dass man nur Anspruch auf das hat, was man aus eigener Leistung schaffen kann. Und das ist tendenziell immer verbesserungswürdig. Und diese Haltung zum Leben, muss ich sagen, konnte ich eigentlich schon als Kind, weil es sehr geordnet zuging, viel abgewinnen. Es war nicht so rot und lustig wie bei meinen Eltern, aber es war sehr verbindlich und klar in der Ausrichtung. Ja, zu meinen Eltern, zu denen ich sagen würde, dass sie eigentlich wahrscheinlich ein relativ typisches Vertreterpaar aus ihrer Generation waren, da bildete sich eben die Emanzipation von den eigenen Eltern, von der Kriegsgeneration, auch durch eine Emanzipation von der Zeit des Nationalsozialismus ab, wie das ja bei vielen 68ern der Fall ist. Mein Vater hat auch irgendwann mal ganz stolz erzählt, dass er bei Studentenprotesten die Mao-Bibel hochgehalten hatte. Und in erster Linie war die Prämisse, die zuvorderst wichtig war, bloß nicht spießig zu sein. Also das Spießertum, was man so mit der, also meiner Großelterngeneration, der Elterngeneration meiner Eltern in Verbindung brachte, das war also strikt abgelehnt, was auch die Ablehnung von Sekundärtugenden und als Vorläufer der heutigen Gender-Debatte auch die Ablehnung von klassischen Rollenbildern mit sich brachte. Also während ich als Kind eher von Rüschenkleid, Flechtfrisur und Sissi-Film träumte, waren meine Eltern eher darauf bedacht, mich in eine Latzhose zu stecken mit Topfhaarschnitt und mich beim Fröbeln mit Holzfigürchen zu betrachten. Aber ich würde sagen, ich hatte wahrscheinlich noch Glück. Meine Eltern waren durchaus liberal mit bürgerlichem Hintergrund, hatten natürlich einen Freundeskreis, den ich durch andere Kinder dann auch kennengelernt habe, wo das noch deutlich mehr auf die Spitze getrieben wurde. Also da gab es dann offene Beziehungen und ungeklärte Elternverhältnisse, ein Familienbett, Eltern, die mit Vornamen statt mit Mama und Papa angeredet werden wollten und auch Kinder, die von ihren Eltern in die Odenwaldschule geschickt wurden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst als kleiner Mensch kam mir das alles relativ befremdlich vor. Die Ablehnung meiner Eltern gegen ihre Eltern, nicht spießig zu sein, war eben jetzt nicht nur eine Ablehnung von Ordnungsfragen, auch von der Geschlechterrollenfrage, sondern es war auch so ein bisschen eine Ablehnung des Deutschen, das muss man auch sagen. Und insofern kann ich feststellen, dass ich in meiner Jugend relativ wenig von meiner eigenen Heimat kennengelernt habe. Hatte auch mit dem Thema Schule und mit Lehrern, also meine Lehrer waren, kamen vielfach aus einem 68er-Hintergrund. Aber auch das Thema Reisen, also ich bin mit meinen Eltern wahnsinnig viel gereist, aber niemals innerhalb Deutschlands. Es war also wichtig, alle Mittelmeerländer kennenzulernen und irgendwo unter dem Oleander Artischocken zu essen, aber deutsche Städte, auch sozusagen Bildungsorte, historisch wertvolle Orte, habe ich zumindest in meiner Zeit, bis ich die Schule und dann auch mein Elternhaus verlassen habe, gar nicht kennengelernt.
Und das war der Punkt, als ich dann ins Studium ging, dass ich mich zum ersten Mal so wirklich mit Identitätsfragen und auch Fragen des Konservativseins auseinandergesetzt habe. Ja, ich ging zum Studium nach England. Ich habe in London Psychologie und Personalwirtschaft studiert. Und statt des Multikultis, was man so erwartet, was man ja auch vordergründig sieht, habe ich also relativ bald festgestellt, dass dass hinter diesem Multikulti doch ein extrem abgegrenztes Nebeneinander eher vorhanden war. Sehr unterschiedlicher Kulturen. Und dass die Kulturen, die dorthin kamen, sich auch eigentlich immer fanden und immer sehr glücklich waren, dass sie dann sich miteinander verbinden konnten. Also die Griechen gingen in die Griechendisco und die Spanier machten Paella-Abende. Nur die Deutschen waren immer so, wenn sie einen anderen deutschen Mitkommilitonen getroffen haben, ach nein, ich möchte lieber mich der englischen Sprache widmen und lieber mit anderen internationalen Studenten mich umgeben. Also da war eher so eine Distanz, was man bei anderen internationalen Studenten so nicht vorfand. Und ich muss auch sagen, es war eine Zeit, in der die Deutschen, die ja in Großbritannien nie so wahnsinnig den guten Ruf hatten, noch weniger beliebt waren. Es war nämlich die Zeit von BSE. Damals gab es, ich weiß nicht, ob sich da jemand daran erinnert, den Umweltminister Klaus Töpfer, der dafür gesorgt hatte, dass britisches Rindfleisch nicht mehr nach Deutschland eingeführt werden durfte. Und das löste wirklich, gepaart mit dem medialen Hype, den das in britischen Medien verursachte, wirklich eine relativ starke Ablehnung von Deutschen, die in England lebten, aus. Was ich aber in meinem Studium und während meines Englandaufenthalts, es waren ja einige Jahre, auch feststellte, war, dass ein wertkonservatives Überzeugungsgerüst eigentlich eher das Normale als die Ausnahme war, egal mit wem man sich jetzt beschäftigte, egal wohin man schaute. Dann habe ich ja auch Psychologie studiert und war da erstaunt festzustellen, wenn man sich mit Entwicklungspsychologie befasst, kommt man relativ schnell an den Punkt, wo man die Nature-Nurture-Debatte betrachtend eigentlich erkennt, dass wir eben nicht als weißes, unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommen, sondern doch eine ganze Menge mitbringen, wenn wir hier auf die Welt kommen. Und das, was die Entwicklung von Kindern angeht, man kann also sagen, Kinder sind per se konservativ. Sie brauchen nämlich ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, sowohl in der Ansprache als auch in puncto ihrer Bezugspersonen, für eine gelungene Entwicklung. So, und diese ganze Zeit hat mich also in meinem Wertverständnis das erste Mal so herausgefordert. Ich habe mich also mit den Fragen meiner kulturellen Identität, die mir vorher überhaupt nicht hinterfragenswert erschienen, weil wir in der Schule eigentlich eher immer so vermittelt bekamen, also Fragen kultureller Identität, das ist etwas, was man eigentlich schon überwunden haben sollte. Das ist nichts, was uns ausmacht, das ist eher was von gestern oder gar vorgestern. Ja, ich habe dann lange ja auch in einem deutschen Konzern gearbeitet, gerade in einer Zeit, als der einen Globalisierungs-, also Internationalisierungsprozess durchlief, das war die Deutsche Bank, und wo man also auch das Thema von Werten im Unternehmen betrachtete, und es war ja nun durchaus eine Institution, die auch von konservativen Werten einen Teil ihres Renommees bekommen hatte, auch einen sehr guten Ruf bei Kunden hatte. Und auch da, muss ich feststellen, war im Zuge einer angloamerikanischen Zusammenführung mit anderen Banken doch es relativ leicht, diese kulturellen Fragen im Unternehmen über Bord zu werfen bzw. zur Seite zu legen, weil man sich ansonsten nicht so modern und nicht so progressiv vorgekommen wäre. Und es war dann also insofern gar nicht diskussionsfähig, dass das Zeitalter einer internationalen Ausrichtung auch bedeutet, dass man einen Teil seines eigenen Wertekanons ad acta legen musste. Ja, ich bin im Jahr 2000 dann nach Berlin gekommen und ich habe es ja eingangs schon gesagt, Berlin ist etwas, was einen, glaube ich, in seinen Werten entweder aufs Äußerste herausfordert, also gerade wenn man eher so mit einem konservativen Kontext hier hinkommt und dann eben sieht, dass diese Stadt per se ja so eine gewisse Dysfunktionalität lebt und auch als arm aber sexy proklamiert, oder man ergibt sich dem ganzen Schlendrian. Also bei mir war eher Ersteres der Fall. Und
Natürlich ist Berlin auch trotz allem eine Metropole, in der sich selbst konservative Inseln wie diese hier befinden und in der man so seine Nische finden kann. Und das teilweise besser, das habe ich auch gelernt, als Leute, die in der Provinz oder in kleineren Städten leben, die diese Möglichkeiten der Rückzugsflächen konservativer Prägung gar nicht haben. Ja, jetzt sind wir ja, ich würde mal sagen, so etwa in den letzten 10 Jahren massiv herausgefordert worden, wenn wir uns als wertkonservativ definieren, die Herausforderungen im Außen durch Massenmigration, auch durch Corona, durch die Energiepolitik, Genderpolitik, jetzt auch den Ukraine-Krieg, zeigen ja eindeutig eine Tendenz zum Kollektivismus und auch einer Bekämpfung nicht nur konservativer Werte, sondern auch unserer freiheitlichen Grundlagen, inklusive der persönlichen Handlungsfreiheit, der Bürgerrechte, allgemeiner Menschenrechte und auch dem Gemeinwohl als Staatspflicht. Und so richtig hat mich 2015 das Thema wirklich gepackt, wo ich gedacht habe, also das hat jetzt einen Punkt erreicht, als wir alle am Fernseher die Teddybär-werfenden, vorzugsweise Frauen an Bahnhöfen sehen konnten, wo ich gedacht habe, jetzt, man darf dazu ja nicht schweigen. Also was macht Gesellschaft aus als das Engagement jedes Einzelnen, der sich dazu positioniert? Wie positioniert man sich? Da bieten sich natürlich soziale Medien an. Also ich habe angefangen, mich zu positionieren, mich zu äußern in sozialen Medien, auch publizistisch in unterschiedlichen Medien. Ich habe noch immer eine Videokolumne, unter anderem im Deutschlandkurier, habe eine Talkshow moderiert die letzten Jahre, wo ich versucht habe, mich mit den Themen zu beschäftigen, von denen ich denke, dass sie nicht nur dem explizit konservativen Menschen, sondern dem wertbewussten Menschen ein Anliegen sind. Und um das Ganze so ein bisschen ins Konstruktive noch weiter zu entwickeln, habe ich dann ein Salonformat gegründet, das nennt sich der konservative Aperitif, vor einigen Jahren, wo ich 3 bis 4 Mal im Jahr eingeladen habe zu Vorträgen, aber auch zur Vernetzung, um einfach dafür zu sorgen, dass die Menschen, die eine ähnliche Vorstellung freiheitlich, liberal, konservativer Werte haben, sich finden, sich austauschen können und sich natürlich auch verbinden und neue gemeinsame Netzwerke schaffen. Ja, ich bin als Immobilienmaklerin selbstständig und ich glaube natürlich auch, dass meine Selbstständigkeit als Unternehmerin mir schon eine gewisse Klarheit im Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre gegeben hat. Ich glaube, man sieht die Welt in der Tat anders und ich glaube deshalb auch nicht, dass die Spaltung in unserer Gesellschaft, wie wir sie jetzt erleben, wirklich ein Links-Rechts-Problem ist, sondern ein Thema, was Menschen unterscheidet, die für und von diesem Staat leben und Menschen, die eigentlich ein maximal selbstbestimmtes Leben leben wollen. Und da ist man natürlich, wenn man wirtschaftlich selbstständig agiert, doch prädestiniert dafür, einen gewissen fokussierten Blick zu bekommen, einfach weil man natürlich auch die Expansion des Staates mit seinen immer zusätzlich geschaffenen Strukturen, Verordnungen und Abgaben bei immer weniger Gegenleistung, die erkennbar ist, und den zunehmend autoritär erzieherischen Ein- und Übergriffen in das bürgerliche Leben, in das private Leben, derer, die den Karren ja maßgeblich ziehen, sehr klar erkennen kann und das eben auch kritisch bewerten kann. Und ich denke, also wenn ich jetzt Lehrerin wäre oder Richterin, würde ich das vielleicht anders sehen. Es ist einfach eine andere Scholle, von der man die Entwicklung aus betrachtet. Ja, und was das bedeuten kann, habe ich jetzt natürlich gesehen an den jüngsten Ereignissen. Wir haben ja jetzt eine neue Kategorie von staatlich definiertem Bild von Menschen, die diesen Staat möglicherweise in seinen Funktionen und in seinem Sein delegitimieren können. Das sind die neuen Rechten, also den Begriff kannte ich noch gar nicht. Rechtsextremismus war mir immer ein Begriff, Rechtssein auch, aber die neue Rechte, das ist sozusagen die Kategorie, die offenkundig aufgemacht worden ist für alle die, die bürgerlich kritisch auf die Entwicklung hierzulande schauen und sich darüber hinaus wahrscheinlich eben eher im wertkonservativen Bereich befinden. Ja, und Sie haben es wahrscheinlich alle auch mitverfolgen können, die Publizistik im Bereich des Korrektivartikels und allem, was
sich darum herum rannte, um eine Veranstaltung, die keiner der Teilnehmer, und das weiß ich, weil ich so ziemlich mit allen darüber gesprochen habe, als das ausgemacht hat, zu dem sie hinterher fabriziert worden ist. Das ist schon etwas wirklich Besonderes. Also ich fühle mich tatsächlich so ein bisschen als Zeitzeugin und ein Mensch, der bei der Entstehung von Fake News dabei gewesen ist. Denn als diese Veranstaltung im letzten Jahr stattfand, hatte ich den Eindruck, ich würde einfach nur einer relativ gewöhnlichen Vortragsveranstaltung beiwohnen und wurde knapp 2 Monate später eines Besseren belehrt. Und was sich in der Folge natürlich auch so ein bisschen präsentierte, war eine relativ gut vorbereitete Choreografie, die der ganze Ablauf in sich trug. Wir haben ja alle gesehen, dass die Berichterstattung über den Korrektivartikel erstens zu einer Zeit stattfand, die von den Bauernprotesten geprägt war, wo die also so ein bisschen die öffentliche Debatte zu dominieren drohte. Und zweitens war das natürlich nicht nur der Zeitpunkt, sondern die Art von hineingetragen werden in die öffentliche Debatte, wo sämtliche der, ich nenne es mal Mainstream-Medien, Dinge von einem Artikel abgeschrieben haben, die für mein Dafürhalten von Journalisten, die diesen Namen verdienen, zunächst einmal hätten überprüft oder zumindest hinterfragt werden sollen. Und das fand eben nicht statt. Also was man da noch gesehen hat, es gab ja dann Theaterstücke, die punktgenau aus dem Hut begleitend herausgezaubert wurden. Es gab Demos gegen rechts und prompt hatte auch Frau Faeser schon ihren 13-Punkte-Plan gegen Rechtsextremismus präsentiert, gefolgt jetzt von der Diskussion über die Notwendigkeit des Verbotsverfahrens der AfD und anderen Maßnahmen. Demos sind überall, haben überall stattgefunden. Ich bin mir gar nicht sicher, dass die Teilnehmer dieser Demonstration wirklich genau wussten, wogegen sie da auf die Straße gingen, weil es wussten ja teilweise noch nicht mal die Politiker, die zu diesen Demos aufgerufen haben. Also wenn wir gesehen haben, in Bayern hat Markus Söder die Leute also ermutigt, an Demos gegen rechts, nicht Rechtsextremismus, sondern gegen rechts teilzunehmen, die von linksextremen Aktivisten organisiert worden waren. Da fragt man sich schon, ob die konservative Seite der Politik irgendetwas anderes als den vorauseilenden Gehorsam noch im Sinn hatte, als sie so agierte. Es war jedenfalls wirklich eine verwundernde Zeit. Ich glaube, hoffe und denke, dass sie sich jetzt so ein bisschen dem Ende zuneigt. Allerdings muss man natürlich sagen, wir haben jetzt in diesem Jahr ja noch ein super Wahljahr mit sehr relevanten Landtagswahlen. Also ich glaube, dass wir da noch nicht am Ende sind, was Überraschungen politischer und gesellschaftspolitischer Art angeht. Ja, und ich würde ganz gerne das Ganze sozusagen nochmal zu einem Abschluss bringen, indem ich gerne sagen möchte, dass in einer Zeit, in der wir jetzt leben, in der beispielsweise jedes vierte Grundschulkind nicht mehr richtig lesen kann, in der morgen wahrscheinlich ein Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet wird, das vorsieht, dass jeder Bundesbürger ab 14 Jahren einmal pro Jahr sein Geschlecht wählen kann, konservative Werte so wichtig wie noch nie sind. Und ich denke, dass es dazu auf jeden Fall Mut zur Demokratie braucht. Und Demokratie lebt von der lebendigen Debatte, die wir, glaube ich, allesamt häufig miteinander verlernt haben. Also ich bin schon auf Elternabenden in der Schule gewesen, wo das nicht möglich war, mal lebhaft zu diskutieren. Also ich glaube, dass uns das insgesamt gesellschaftlich so ein bisschen aberzogen worden ist, dass man argumentativ im Dissens sein kann, ohne sich persönlich gleich anfeinden zu müssen. Also ich glaube, dass wir so ein bisschen Demokratie entwöhnt sind. Es ist absolut wichtig, dass wir wieder, und es fängt eben auf kleiner, zwischenmenschlicher Ebene an, dahin kommen, dass wir das wieder miteinander praktizieren. Ich glaube, dass es unerlässlich ist, dass wir Mut zu unserer eigenen Identität haben und das auch leben. Also nicht immer nur begeistert sind, wenn wir irgendwo anders starke, explizite Identitäten sehen. Ich meine, wir haben es jetzt ja auch hierzulande mit Zuzug von vielen Menschen zu tun, die sehr klare Identitätsvorstellungen haben. Und problematisch wird es dann, wenn wir dem eigentlich gar nichts entgegenzusetzen haben, weil wir gar nicht so richtig wissen, wer wir sind oder vielleicht auch, wer wir sein wollen. Und
Ich glaube, als Drittes, dass es auch wichtig ist, dass wir Mut zum Selbst haben. Also, dass wir rausgehen, uns aus dieser Schleife, uns glauben, verstecken zu müssen hinter anderen, die für uns vielleicht bestimmte Positionen propagieren oder diese durchfechten. Ich glaube, jeder von uns ist insofern ein Botschafter der Demokratie und ist dazu aufgefordert, und sei es auch nur im kleinen Zwiegespräch an der Supermarktkasse, sich zu positionieren und das auch mutig zu tun. Denn Basis einer Gemeinschaft, und das ist ja eine Gesellschaft, sind meiner Meinung nach eine geteilte Identität, Werte, auch die Sekundärtugenden und nicht ein Pass. Also ein gemeinsam geteilter Pass ist sehr schön, aber ist in dem Sinne nicht aussagekräftig und in Kombination mit maximaler individueller Freiheit. Dann auch wichtig, um jetzt mit Hayek zu sprechen, nicht den Weg zur Knechtschaft zu gehen. Insofern sehe ich also den Konservatismus eher mit einem Bonus statt einem Malus ausgestattet, auch wenn wir vielleicht im Moment noch an einem Punkt des Zeitgeschehens sind, wo wir eher als Avantgarde uns sehen müssen, weil viele andere vielleicht implizit, aber nicht explizit dem Ganzen zustimmen. Ich glaube jedenfalls daran, dass die beste Gesellschaftsordnung diese geteilten Werte sind, die wir in Sicherheit und in einem Ordnungsrahmen gemeinsam leben können. Und damit möchte ich schließen. Vielen Dank.